Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video von Buchding. Heute erzähle ich euch, welche Bücher ich in den Monaten Juni und Juli gelesen habe, welche Bücher neu bei mir eingezogen sind und was ich aktuell so lese. Legen wir los! Das erste Buch, was ich gelesen habe, ist dieses hier, Die Nichtsterben von Dana Grigorcia. Dazu habe ich auch eine Rezension verfasst im Juni. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich werde jetzt hier nicht allzu viel mehr zu diesem Buch sagen, weil ich es in meiner Rezension sehr ausführlich besprochen habe. Kurzes Fazit. Insgesamt hat es mir sehr gut gefallen. Es gab ein paar Dinge, die mich gestört haben, wie zum Beispiel der Sprachstil, der nicht so ganz meins war. Die Geschichte an sich ist wirklich außergewöhnlich und sie verbindet Fantasy und Gesellschaftsroman. Und wer gerne mal was Neues ausprobieren möchte, dem kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Das nächste Buch, was ich gelesen bzw. auch gehört habe, ist dieses hier, Der Marsianer von Andy Weir. Ich habe es parallel zu dem nächsten Buch gelesen und gehört, weil ich einfach bislang noch nichts von Andy Weir gelesen hatte. Und als der Astronaut rauskam, sein neuestes Werk, dachte ich, ach komm, jetzt wird es aber Zeit, auch mal den Marsianer zu lesen. Ich habe weder den Film gesehen, noch das Buch gelesen. Das habe ich jetzt nachgeholt und ich muss sagen, puh, ich habe es nicht bereut. Im Gegenteil, ich ärgere mich, dass ich nicht viel früher auf diesen Autor gekommen bin. Es ist eine großartige Geschichte, der Marsianer. Vielleicht habt ihr davon gehört, es geht um einen Mann, der Mark Watney heißt und im Film von Matt Damon gespielt wird, glaube ich. Er strandet auf dem Mars, wird quasi zurückgelassen von seinen Leuten. Ja, die denken, er wäre tot. Und er muss da jetzt 4 Jahre überbrücken. Das ist seine Aufgabe. Er muss irgendwie versuchen, 4 Jahre zu überleben. Er muss versuchen, die Erde zu kontaktieren, was gar nicht so einfach ist, wenn alles zerstört ist um einen herum. Ja, ob er letztendlich 4 Jahre durchhält, ob er das muss, ob er vielleicht irgendwie gerettet wird, was tatsächlich gar nicht so einfach ist mit dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Das kann man alles in diesem Buch nachlesen und es ist überhaupt nicht langweilig. Ja, ich habe gedacht, okay, da ist ein Mensch alleine auf dem Mars und versucht zu überleben. Er wird auch nicht irgendwie von Außerirdischen angegriffen oder so. Er ist völlig allein auf diesem Planeten. Was kann da jetzt wirklich Spannendes passieren, außer dass er irgendwo strandet, dass irgendwie noch was kaputt geht und er ein Problem kriegt. Ja, er kriegt sehr, sehr, sehr viele Probleme. Er hat eine ganz spezielle Art, damit umzugehen, mit dieser aussichtslosen Situation und eine ganz spezielle Art, die Probleme zu lösen. Und das ist wirklich so spannend und teilweise auch sehr berührend, dass ich dieses Buch absolut empfehlen kann. Aus dem letzten Buch, was ich euch gezeigt habe, ergibt sich das nächste Buch, das ich gelesen habe. Es ist Der Astronaut von Andy Weir. Das ist ganz neu erschienen oder recht neu von ihm erschienen. Und es hat mich tief beeindruckt. Wie sehr mich das Ganze beeindruckt hat, könnt ihr in meiner Rezension dazu anschauen. Ich habe es ausführlich rezensiert. Und da erfahrt ihr, was genau ich gut fand an diesem Buch und warum ich es jedem ganz unabhängig davon empfehlen kann, ob er sich für Sci-Fi interessiert oder nicht. Das Ganze ist viel mehr als Sci-Fi. Das nächste Buch, das ich im Juni und, ja, ich glaube auch schon im Juli gelesen habe, ist dieses hier von Catherine Arden, Der Bär und die Nachtigall. Dieses Buch hier war ein Tipp von einer von euch unter meinem, also ein Kommentar unter einem meiner Videos, YouTube-Videos. Und ich habe mir daraufhin dieses Buch besorgt und ich muss sagen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für den super Tipp. Es handelt sich um ein sehr, sehr düsteres russisches Märchen für Erwachsene. Es geht hier um ein Mädchen oder eine junge Frau, deren Geschichte wird erzählt. Die beginnt quasi noch vor ihrer Geburt und sie lebt in einem nordrussischen Dorf in einer Zeit, also ich denke, es war noch vor dem Mittelalter. Ich muss da nochmal genau schauen, werde ich auch machen. Und sie hat eine besondere Gabe. Sie kann die Dämonen und Hausgeister oder überhaupt die ganze Geisterwelt sehen, die aus der russischen Mythologie entspricht. Und ja, sie ist natürlich als Hexe verschrien, hat aber auch eine besondere Aufgabe im Leben und sie hat eigentlich auch ein ziemlich hartes Leben. Also das Leben zu dieser Zeit war generell extrem hart, wie man in diesem Buch mitbekommt. Und das macht es auch so wirklich spannend.
Es ist echt kein Märchen für Kinder oder kein Märchen in so einem Sinne, wie man es von den Kindermärchen kennt. Es ist schon, eigentlich zeigt es die harte Realität und auch die Einflüsse der Dämonen- und Geisterwelt auf diese Realität, sagen wir es mal so. Was genau in diesem Buch passiert, beziehungsweise was ich genau darüber zu sagen habe, werdet ihr demnächst auch noch erfahren. Ich will jetzt nicht allzu viel erzählen, denn ich habe vor, hierzu auch noch eine Rezension zu machen. Und es gibt ja noch weitere Bände dazu, die werde ich mir natürlich auch noch besorgen. Und zum letzten Buch, was ich im Juni, Juli gelesen habe, also jetzt quasi im Juli beendet habe, das ist dieses hier, Das Geheimnis von Zimmer 622 von Joëlle Dicker. Ich habe schon viel von dem Autor gehört und dachte, okay, schaue ich doch mal rein, ob der Hype gerechtfertigt ist. Dieses Buch hier ist ein Kriminalroman, der im Bankier ist oder Bankenmilieu der Schweiz spielt. Es geht um einen Mord, der schon einige Jahre zurückliegt und der sich in einem Zimmer in dem Hotel ereignet hat, wo unser Autor gerade Urlaub macht und sich von einer gescheiterten Beziehung erholt. Es kommt so weit, dass er sich zwangsläufig mit diesem Mord beschäftigen muss und versucht herauszufinden, was damals wirklich passiert ist, denn dieser Mord wurde nie aufgeklärt. Wie gesagt, spielt er im Bankenmilieu oder im Bankiersmilieu der Schweiz. Es geht um richtig viel Geld und das Ganze hört sich jetzt nicht so spannend an, also zumindest für die, die sich jetzt nicht für das Finanzwesen interessieren, so wie mich. Aber ich muss sagen, mich hat dieser Roman sofort gepackt. Woran das liegt, werde ich euch demnächst in einer Rezension erzählen. Ich kann vorab aber schon mal sagen, großartiges Buch kann ich empfehlen. Das waren auch schon die Bücher, die ich im Juni, Juli gelesen habe. War gar nicht mal so viel, dafür waren einige dabei, die doch recht umfangreich waren und vor allem Bücher, die man nicht mal eben so durchliest, ja, wie die zum Beispiel von Andy Weir, die sind schon ein bisschen schwerere Kost. Also sowas kann ich nicht in einem Rutsch durchlesen. Da muss ich immer wieder, ich brauche da immer wieder so ein bisschen Pause, um darüber nachzudenken, um das wirken zu lassen. Deswegen bin ich auch nicht immer so super schnell beim Lesen, weil ich gewisse Dinge einfach erst so ein bisschen verarbeiten muss. Das war übrigens auch so bei Joëlle Dicker, bei dem Geheimnis des Zimmer 622. Das ist eine richtig verzwickte, komplexe Geschichte und da brauche ich einfach viel Konzentration beim Lesen und lese auch bewusst langsamer, um wirklich zu verstehen, was da passiert und um auch nichts zu vergessen. Deswegen waren es jetzt eben auch nur die Bücher. Moment, halt, nein. Das waren die Bücher aus dem Juni, Juli, die ich gelesen habe, also die physischen Bücher. Denn was ich euch ja bisher immer unterschlagen habe, aus irgendeinem Grund, sind die Bücher, die ich gehört habe. Ich höre nämlich auch Bücher und zwar vornehmlich, wenn ich Sport mache, also auf dem Laufband rumlaufe, oder wenn ich zur Arbeit fahre, auf dem Weg zur Arbeit, und manchmal auch, wenn ich irgendwie zu müde bin, um richtig zu lesen, dann lege ich mich hin und höre einfach ein bisschen. Und das, was ich gehört habe, ich habe übrigens auch den Masiana zum Teil gehört und zum Teil gelesen und komplett gehört habe ich aber dieses hier. Das ist Hyperion und Endymion Teil 1 von Dan Simmons. Dan Simmons ist ein amerikanischer Autor, der mir so aus der Richtung Horror bekannt ist. Der schreibt aber ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe zum Beispiel von ihm gelesen Song of Kali oder auch Göttin des Todes übersetzt. Das ist ein Horrorroman, der in Indien spielt. Ziemlich krass. Und auch Terror, den Roman über das Schiff namens Terror. Diesen hatte ich rezensiert. Ich glaube, ich habe kein Video dazu gemacht. Das war eine schriftliche Rezension, die verlinke ich euch aber mal. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich war sehr begeistert von diesem Buch. Und Dan Simmons hat unter anderem auch diese Reihe hier geschrieben. Und zwar gibt es 3 Bände namens Hyperion und 2 Nachfolgebände namens Endymion. Also 5 Bücher insgesamt. Und diese 5 Bücher sind in der Hörbuchreihe Hyperion und Endymion zusammengefasst, die jetzt, ich glaube, die besteht aus 8 oder 9 oder noch mehr Teilen. Teil 1, der einen Umfang von etwas mehr als 10 Stunden hat, habe ich schon gehört. Auch das hat mich richtig begeistert. Wieso genau, werde ich euch irgendwann auch nochmal erzählen, aber ich möchte mir erst einen Großteil der Bände zumindest anhören. Das waren die Dinge, die ich im Juni, Juli gelesen und gehört habe. Ich muss sagen, diese 2 Monate waren ein absoluter Glücksgriff. Ich habe nur Bücher gelesen, die richtig genial waren, die mich vollauf begeistern konnten. Und ich hoffe sehr stark, dass es auch so weitergeht. Ein paar neue Bücher sind bei mir eingezogen. Es sind nicht allzu viele,
Aber ich werde sie euch zeigen. Natürlich von Andy Weir, denn ich möchte alles von ihm lesen, was es gibt. Artemis, das ist ein Roman, der, glaube ich, nach dem Marsianer und vor dem Astronauten entstanden ist, wenn ich mich recht erinnere. Und bei Artemis geht es um eine Stadt, die genau so heißt, auf dem Mond. Ich habe auch das Hörbuch zu Artemis und ich habe angefangen, es zu hören, glaube ich, die ersten 2, 3 Kapitel. Und das musste ich abbrechen, aber nicht aufgrund der Geschichte, sondern aufgrund der Sprecherin, die ich einfach ganz, ganz schrecklich und unmöglich fand. Und ich möchte mir die Geschichte nicht dadurch versauen lassen und deswegen werde ich dieses Buch lesen und nicht hören. Ich lese euch mal kurz vor, worum es in Artemis geht. Das Leben in Artemis, der ersten und einzigen Stadt auf dem Mond, kann verdammt ungemütlich sein, wenn man nicht gerade im Geld schwimmt. Deswegen zögert die clevere Kleinkriminelle Jasper Shara keine Sekunde, einen ebenso lukrativen wie gefährlichen Auftrag des Militärs Trond Landwig anzunehmen. Was Jess nicht ahnt, damit setzt sie eine Reihe von Ereignissen in Gang, die das Schicksal der Mondstadt für immer verändern werden. Ich erwarte sehr viel von diesem Roman. Das nächste Buch, was ich mir zugelegt habe, war eine Empfehlung von Wolfgang Holbein. Wolfgang Holbein war kürzlich bei mir im Studio zu Gast. Dazu gibt es auch ein Video. Ich habe ihn im Rahmen meiner Buchnachrichten interviewt und ihn auch nach Buchempfehlungen gefragt. Und er hat mir dieses hier empfohlen, beziehungsweise meinen Zuschauern und mir, Aeon von Andreas Brandhorst. Ich habe es mir zugelegt, bin sehr gespannt und darum geht es. Manche Wunder sind tödlich. Der Journalist Sebastian Vogler wird in das süditalienische Kalabrien geschickt, um herauszufinden, was es mit den angeblichen Wunderheilungen eines Jungen namens Raffaele auf sich hat. Vogler hält das alles für Humbug und Aberglaube. Doch nach der Begegnung mit Raffaele nimmt er plötzlich unerklärliche Veränderungen in seinem Denken und Fühlen wahr. Zugleich häufen sich in nahezu allen Ländern Europas mysteriöse Anschläge und Selbstmorde. Besteht da ein Zusammenhang? Vogler geht der Sache nach und stößt auf ein Geheimnis, das die Welt in den Abgrund zu reißen droht. Ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Das klingt so ein bisschen wie die Romane der Sigma Force-Reihe von James Rowlands. Und ja, vielleicht kommt es dem ja nahe oder ist sogar noch besser. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch noch nie was von diesem Autor gelesen. Vielleicht eine Neuentdeckung. Etwas untypisch für mich ist dieses Buch hier. Zwischen dir und der Dunkelheit von Antonia Neumeier. Dieses Buch habe ich auf der Buchmesse Saar entdeckt, beziehungsweise die Autorin. Eine Lesung der Autorin wurde von meinem Teamkollegen Benny moderiert und ich habe die gar nicht so mitverfolgt, die Lesung, aber er war danach ziemlich begeistert und hat gesagt, dieses Buch musst du unbedingt lesen. Deswegen habe ich es mir mitgenommen. Ihre YouTube-Videos über die Sagen und Mythen Bayerns sind so beliebt, dass Sarah die Genehmigung erhält, nachts in der Münchner Frauenkirche zu drehen. Als sie sich dem berühmten Teufelsritt im Steinboden nähert, geschieht das Unfassbare. Der Fußabdruck beginnt zu leuchten und ein unheimlicher Wind fegt durch die Kathedrale. Hat hier wirklich der Teufel seine Hände im Spiel? Schnell stellt Sarah fest, dass sie nicht die Einzige ist, die das Rätsel um den Teufelsritt lösen will. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Ja. Sagt jetzt noch nicht ganz so viel, finde ich. Von Benny, der ja diese Lesung mitverfolgt hat, weiß ich, dass Antonia Neumeier in diesem Buch ziemlich viel von dem verarbeitet, was ihr selber passiert ist oder was sie geprägt hat. Das soll das Ganze auch recht düster machen. Ich bin gespannt, ob es mir gefällt. Und ein Muss, was schon lange auf meiner Wunschliste stand und was ich mir zugelegt habe, ist dieser Wälzer hier. Und es ist von Suchin Liu, der dritte Teil der Trisolaris-Trilogie, Jenseits der Zeit. Ich glaube, da muss ich nicht allzu viel sagen. Ich habe zu den beiden Vorgängerbänden jeweils eine Rezension gemacht. Wenn ihr meine Begeisterung dafür nochmal sehen wollt, könnt ihr euch die gerne anschauen. Ja, ich sehe diesem Band hier ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen, denn eigentlich möchte ich nicht, dass es zu Ende geht. Aber ich möchte natürlich trotzdem erfahren, wie es weitergeht. Und deswegen werde ich diesen über 900 Seiten dicken Wälzer demnächst verschlingen. Und zum Schluss sage ich euch noch kurz, was ich gerade lese
und was ich gerade höre. Ich höre gerade den zweiten Teil von Hyperion und Endymion von Dan Simmons, mit dem, glaube ich, das erste Hyperion-Buch abgeschlossen wird, denke ich. Also zumindest scheint mir das gerade so. Ich bin davon ebenso begeistert wie von dem ersten. Es ist ja im Grunde auch das gleiche Buch. Und ich lese gerade Dr. Maxwell's skurriles Zeitexperiment von Jodie Taylor. Davon habe ich auch schon zwei Bände gelesen. Die Rezensionen dazu könnt ihr auch in meinem Kanal finden. Die begeistern mich auch sehr. Es ist etwas ganz anderes als die Bücher, die ich in letzter Zeit so gelesen habe. Es ist Fantasy, es geht um Zeitreisen, wie der Name schon vermuten lässt. Und es ist eher sehr unterhaltsam als tiefgehend. Und das ist genau das, was ich brauche, nachdem ich so viele tiefgründige und schwere Bücher zu mir genommen habe. Etwas Leichtes für zwischendurch. Macht ihr das eigentlich auch so, dass ihr immer mal wieder so zwischen den Genres oder auch dem Anspruch der Bücher wechselt? Also ich merke, ich lese wirklich gern Science Fiction. In der letzten Zeit habe ich sehr viel davon gelesen, was mir auch richtig Spaß macht. Aber ich möchte mich jetzt nicht so richtig da rein verrennen und auch nicht so in eine Richtung abdriften, dass mein YouTube-Kanal jetzt zum Beispiel nur noch aus Sci-Fi besteht. Ich lese ja auch gerne andere Sachen. Und deswegen schiebe ich tatsächlich absichtlich immer andere Genres rein, wie eben Der Bär und die Nachtigall oder den Joël Dicaire und eben jetzt auch Miss Maxwell's skurriles Zeitexperiment. Und danach wird es wahrscheinlich wieder so ein bisschen Sci-Fi-mäßiger werden. Sagt mir doch mal, ob ihr auch so ein bisschen hin und her wechselt beim Lesen oder ob ihr lieber bei einer Sache bleibt oder generell nur ein Genre verfolgt oder gerne lest. Das war's auch schon wieder für heute mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt wieder einen Überblick darüber, was bei mir gerade so passiert. Ich werde demnächst auf jeden Fall wieder an ein paar Rezensionen für euch arbeiten. Und ja, es gibt eigentlich noch unheimlich viele Dinge, die ich gerne umsetzen möchte in diesem Kanal. Die Zeit fehlt mir im Moment so ein bisschen. Aber keine Sorge, das kriegen wir alles noch hin. Damit ihr garantiert nichts verpasst, was auf meinem Kanal demnächst passiert, abonniert diesen Kanal und lasst doch mein Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!